Hier eine Aufgabe zum Prämienlohn. Wie immer an dieser Stelle könnt ihr das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur gemeinsamen Lösung. Berechnen Sie die Menge M1 in Stück pro Schicht sowie den Prämienlohn P1 in Euro pro Schicht, wenn die Arbeitszeit T gleich 8 Stunden pro Schicht beträgt. M1 können wir berechnen, indem wir sagen, wie viel Stück werden pro Stunde hergestellt. Die Stunde hat 60 Minuten, ich brauche für ein Stück 1,5 Minuten. Dementsprechend kann ich für eine Stunde sagen, 60 geteilt durch 1,5 ergibt die Stückzahl für eine Stunde mal T von 8, also 8 Stunden, ergibt insgesamt 60 geteilt durch 1,5 mal 8 ist gleich 320 Stück pro Schicht. Weiterhin werden 9 Euro pro Stunde bezahlt. 8 Stunden dauert die Schicht, 9 mal 8 gleich 72 Euro pro Schicht in Teilaufgabe A. In Teilaufgabe B wird jetzt mit einem Leistungsgrad von 125% gerechnet. Dort gibt es die maximale Prämie. Das heißt, für den Prämienlohn, ich erreiche auf jeden Fall die maximale Prämie, ich kriege meinen Grundlohn, also 9 plus die 4,5 Euro pro Stunde und das Ganze 8 Stunden lang, weil eine Schicht 8 Stunden beträgt. Dementsprechend habe ich 13,5 mal 8 gleich 108 Euro pro Schicht. Und von der Stückzahl her, wir nehmen die 320 von der Normalleistung, multiplizieren es mit 125% oder 1,25 und erhalten 400 Stück. Das Ganze noch grafisch dargestellt. Y-Achse haben wir P, X-Achse haben wir die Menge. Bis zur Menge 320 gibt es 72 Euro. Und ab dann schlägt der Prämienlohn zu bis 400 Stück und einem Prämienlohn von höchstens 108 Euro. In Teilaufgabe C den Prämienlohn P3 in Euro pro Schicht, wenn die Menge M3 368 Stück beträgt. Das heißt, wir müssen den Prämienlohn ausrechnen, der sich irgendwo hier zwischen 400 und 320 Stück befindet und ein Prämienlohn, der zwischen 72 und 108 Euro beträgt. Dazu können wir das Verhältnis bilden. Wir nehmen die Stückzahl, die vorgegeben ist, minus die Mindestmenge hier, wo der Prämienlohn beginnt und bekommen raus, dass das 48 Stück sind. Insgesamt ist diese Spanne hier 80 Stück. Weiterhin haben wir einen Gesamtlohn von 108 und einen Grundlohn von 72. Auch hier können wir die Differenz bilden und bekommen die 36. Und dann mit einem Dreisatz, wir nehmen die 48 ins Verhältnis zu den 80 mal die 36 und erhalten 21,6 Euro. Diese 21,6 Euro bekomme ich zusätzlich zu meinen 72 Euro dazu, dementsprechend plus die 72 Euro und ich erhalte 93,60 Euro pro Schicht als Prämienlohn P3.